Hallo, ich bin's Alena, heute aus dem neuen Haus. Wir sind gestern eingezogen, das heißt, wir haben jetzt schon eine Nacht hier geschlafen. Ich wieder mal mit lustiger Frisur, wie soll's auch anders sein. Wir haben jetzt Samstag, also einen Tag vor Ostern, morgen ist Ostersonntag. Und ja, das ist jetzt das Kinderzimmer. Ich habe noch keine Fenster geputzt, die Rollo-Strippen sind noch nicht gewechselt, was wir machen wollten, aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie das Kinderzimmer aussieht. Mein Mann hat gestern nämlich schon das Bett aufgebaut und ich möchte es mit euch zusammen heute einfach auspacken, einräumen, so weit herrichten, dass wenn Liam morgen von den Schwiegereltern wieder mit herkommt, also wir sind morgen zum Grillen eingeladen, dann möchte ich, dass sein Kinderzimmer schon mal so weit fertig ist, dass er sich einfach wohlfühlt. Und ich würde sagen, Film ab, ganz viel Spaß und ja, herzlich willkommen in unserem neuen Leben und mittendrin statt nur dabei. Los geht's! Also, wir sind hier gestern eingezogen. Es ist herrlich, ich sag's euch. Es ist eine himmlische Ruhe. Ich war heute Morgen schon um 6 Uhr war ich wach, konnte nicht mehr schlafen, weil erstmal so der Grundgedanke war, oh, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich habe es noch nicht verinnerlicht, das dauert noch ein paar Tage. Wir haben jetzt auch gestern rapzapp die Aquarien noch befüllt, denn wir haben ja auch zwei Aquarien umgezogen. Einmal das von Liam und meins mit meinem Kampffisch steht jetzt auch erstmal hier im Kinderzimmer. Das hat stromtechnische Gründe, weil mein Büro ist ja noch hint und vorne nicht gemacht, wo dann mein Kampffisch hin soll. Milo heißt er. Und ich drehe euch jetzt einfach um und ich zeige es euch mal. Also, hier steht jetzt das Kinderzimmer-Aquarium. Ihr könnt sehen, ich habe heute schon Fische gefüttert. Sie haben es alle gut überlebt. Wir haben nur einen einzigen Fisch verloren, und zwar ein Neon. Aber Neons sind ja nicht sonderlich stressresistent. Mein Trinken, meine Kaffeetasse, mein Handy. Denn in, lasst mich mal gucken, in exakt 6 Minuten und 48 Sekunden ist meine Waschmaschine fertig. Meine allererste, die habe ich nämlich heute noch schnell angeschlossen. Und dann ist hier daneben jetzt mein Küchenaquarium, also das, was aus meiner Küche war. Ich weiß jetzt gar nicht, wo sich Milo versteckt hat, mein Kampffisch. Sucht man doch einfach mal, denn der muss ja irgendwo sein, der kann ja nicht rausgehupst sein. Wo ist er denn? Okay, ich habe ihn gefunden. Er hat sich hier hinten bei der Heizung versteckt, also wie ihr seht, es geht ihm auch gut. Die Schnecken fühlen sich wohl, so wollen wir es haben. Flur und Schlafzimmer und ja, jetzt, ne? Wir sind umgezogen, wir haben schon mal die Schränke so hingestellt, wie wir sie gerne haben möchten. Für Liam jetzt erstmal, mir fehlt noch, also ich muss auch hier noch bei den Brettern dann die Holzbretter korrekt zuschneiden und so weiter und so fort. Aber das hat jetzt gerade noch keine Priorität, denn das wird jetzt alles hier so ein ganz klein wenig provisorisch. Das Bett haben wir schon aufgebaut, die Bettwäsche liegt schon da. Das ist nicht meine Beschriftung, meine ist das hier oben, denn wir haben die Kisten uns ja ausgeliehen. Und wie ihr sehen könnt, wir waren fleißig, die Bettunterschränke sind auch da, Bücherkiste, Kindergartentaschen, Sportbeutel und alles, was ich gestern brauchte. Um die Aquarien fertig zu machen, da war auch Günnis Futter drin, da sind auch seine Wurmtabletten drin, da sind Ibuflamsaft und Kopfschmerztabletten drin, die sollte ich dann heute noch ins Bad räumen, damit Liam da morgen nicht Juhu schreit. Wir werden sie heute nicht final fertig kriegen, auch die ganzen Pflanzen an den Fenstern sind eigentlich jetzt nicht für hier dieses Zimmer geplant, sondern die müssen wir dann im Haus verteilen, aber ihr wisst ja nach und nach, ne? Also fertig kriegen wir es heute nicht, aber ich möchte mit dir trotzdem ein bisschen anfangen und ich würde sagen, ich gebe euch so ein bisschen Musik, räume einfach mal so zwischendrin so ein bisschen aus und dann gucken wir mal, wie weit wir heute einfach kommen und ja, los geht's, ich stelle dich jetzt einfach mal ab. Auswischen mache ich jetzt hier nicht, denn das habe ich gemacht, bevor alles eingeladen wurde. Außerdem, wo bleibt denn da sonst der Spaß und wo bleibt mein zukünftiger Putzcontent, wenn ich jetzt nochmal alles auswischen würde, ne? Also es wird so nach und nach passieren.
beim Einräumen mache ich das jetzt, oder ich versuche es zumindest beim Einräumen genauso zu machen, wie es in der unserer alten Wohnung auch war, damit Liam sich dann einfach ein bisschen leichter zurechtfindet. Er weiß, wo sein Lego ist, sein Zug ist, sein Playmobil ist und so weiter. 1:1 geht es natürlich nicht, weil wir jetzt die Schränke anders gestellt haben. Also seinen Spielschrank und sein Kleiderschrank da hinten. Und ja, genau, zwischendrin muss ich da mal weg, schnell die Wäsche aufhängen. Auf meiner Wäschespinne. Und dann war mein Osterhase auch schon einen Tag früher da als eigentlich gedacht. Ich habe jetzt 4 kleine Zwergseidenhühner, die ihr in einem nächsten Update sehen werdet. Nicht heute, denn das wird sonst zu viel. Und genau, ich räume noch ein bisschen weiter rum. Fate is patient. Go run away, get it out of your system. Come back when you're older. Go find a place where you can't be the victim. Irgendwie halt es hier, finde ich, trotzdem immer noch drin. Bilderleisten habe ich noch nicht angebracht, auch noch nicht die Auswahl der Bilder getroffen, denn da soll Liam ruhig noch mal ein bisschen mitreden dürfen, auch wo wir seine Kleiderstange für seine ganzen Jacken hinmachen. Habe ich noch keine Ahnung, darum habe ich sie jetzt einfach mal erstmal da hinten hingestellt mit den ganzen Bilderrahmen und so weiter.
Und ich zeige euch jetzt erstmal das vorläufige Ergebnis. Bitte daran denken, es ist noch lange nicht fertig. Aber es ist erstmal so, dass Liam sich morgen hier wohlfühlen kann, dass er sein gewohntes Bett hat, dass er nicht im Kistenkraus schlafen muss. Und ja, genau, dann würde ich sagen, zeige ich dir jetzt, was ich heute hier gemacht habe. Gewischt habe ich, bevor wir hier eingezogen sind. Ich werde aber trotzdem dann später nochmal durchwischen, beziehungsweise einfach morgen in der Früh, bevor Liam dann nach Hause kommt. Und genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena. When you're down and you stare at your window, hoping that you'll come up with some words to say. That's not okay. When you feel like you're fed up with heartbreak.